Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Unser Antrag lautet, der Landtag wolle beschließen, gemäß § 12 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Saarländischen Landtages wird die Mitgliederzahl des Ausschusses für Fragen des Verfassungsschutzes auf 5 erweitert. Die stärkste im Landtag vertretene Fraktion stellt 2 Mitglieder. Wir haben das danach aufgeschlüsselt, aber das können Sie dem Antrag entnehmen. Seit der Änderung des saarländischen Verfassungsschutzgesetzes im April diesen Jahres ist das Landesamt für Verfassungsschutz keine eigenständige Behörde mehr, sondern eine Abteilung im Ministerium für Inneres, Bauen und Sport, das als solches der Kontrolle durch den Landtag unterliegt. Eine Mitarbeit im Ausschuss Fragen des Verfassungsschutzes ist unserer Ansicht nach hierfür unerlässlich. Da wir als einzige Fraktion nicht in diesem Ausschuss vertreten sind, können wir dieser Kontrollfunktion nur bedingt gerecht werden und werden darüber hinaus in unserer parlamentarischen Arbeit gehindert und benachteiligt. Ja, wieso? Weil wir keine Informationen bekommen über die Arbeit dieser Abteilung des Ministeriums. So. Mit der Wahl im Jahre 2017 haben wir eben vom Wähler auch einen demokratischen Auftrag ins Aufgabenbuch geschrieben bekommen. Nämlich den Auftrag, gerade auch Dinge zu hinterfragen, die vielleicht von den Parteien des anderen politischen Spektrums nicht immer hinterfragt werden. Und genau hier sind wir beim Kern unseres heutigen Antrages. Im Saarland können wir diesem Wählerauftrag und Wählerwillen oftmals nur bedingt oder gar nicht nachkommen und sind quasi die Hände gebunden, wenn wir auf wichtige Fragen lediglich die Antwort bekommen, dass man diese Antworten nur in einem einzigen Ausschuss geben könne, in dem eben die AfD nicht vertreten ist. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist unserer Meinung nach ein nicht weiter haltbarer Zustand, den wir mit unserem heutigen Antrag korrigieren wollen. Es kann eben nicht sein, dass eine der 4 im Landtag vertretenen Fraktionen der Zugang zu solchen Informationen verweigert wird. Wichtige Erkenntnisse zum Beispiel über Bedrohungslagen in unserem Bundesland, über islamistische Gefährder und Einrichtungen, über Extremisten oder extremistische Bestrebungen, über islamistische Organisationen oder gar Hassprediger, die im Lande predigen oder gepredigt haben. Wenn zum Beispiel der Chef des saarländischen Verfassungsschutzes wie im September 2017 unmittelbar vor der Bundestagswahl geschehen, den Sulzbacher Salafisten quasi einen Rundum-Persilschein, Zitat Saarbrücker Zeitung, ausstellt und sagt, dass von Muslimen an der Saar keine Gefahr ausgehe, wollen wir das hinterfragen dürfen und eben nicht wieder einmal die Antwort bekommen, dass man eine Antwort nur dort geben könne, wo die AfD nicht vertreten sei. Denn wenn doch alles so harmlos und ungefährlich ist, wie es immer behauptet wird, warum bekommen wir dann keine Antworten auf diese Fragen? Warum unterliegen diese Informationen der Geheimhaltung? Und warum bekommen wir keine Antwort zum Beispiel darauf, wie viele Personen der Landesregierung bekannt sind, die im Saarland Kontakte in die salafistische Szene haben? Der angeblich doch so harmlosen Salafisten-Szene im Saarland. Antworten auf solch wichtige Fragen, die eben oftmals nur die AfD stellt, bleiben somit offen, zumindest für Teile der gewählten Opposition. Das kann nicht im Sinne einer parlamentarischen Demokratie sein, die Vertreter ihrer Parteien ja allzu gerne für sich in Anspruch nehmen. In unserem Antrag haben wir bereits geschrieben, beide Ministerpräsidenten in dieser kurzen Legislaturperiode, Frau Kramp-Karrenbauer und Herr Hans, haben immer wieder die wichtige Rolle der Opposition bekräftigt. Sie sprachen von einer fairen Zusammenarbeit und vor allem davon, dass die Regierung verantwortungsvoll mit ihrer Zweidrittelmehrheit umgehen und allen Mitgliedern dieses Hauses mit Fairness und Anstand begegnen werde. Das würde alleine schon der Respekt vor den Wählerinnen und Wählern gebieten. Lassen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, diesen Worten nun Taten folgen. Stimmen Sie für unseren Antrag, damit in Zukunft auch wirklich alle Fraktionen in diesem demokratisch gewählten Landtag ungehindert und ohne Benachteiligung ihrer Arbeit nachgehen können. Lösen Sie Ihr Versprechen ein, der Opposition auf Augenhöhe zu begegnen, damit diese ihrer parlamentarischen Kontrollfunktion gerecht werden kann. Vielen Dank.